gehört. So, dann der Bastelzeit. Und heute geht es mal wieder in den IT-Sektor, genauer um Datenspeicher. Ja, Datenspeichern ist heute ja meistens irgendwas in Richtung von SSD, Festplatte oder ähnlichem. Und wenn man da schon länger dabei ist, hat man wahrscheinlich irgendwo noch alte rumliegen. Heute soll es darum gehen, wie erkennt man denn, ob die noch in Ordnung sind und was die so können. Das heißt also einmal SSDs, hier SATA zum Beispiel, die M.2 lasse ich jetzt mal weg, weil das ist nochmal ein bisschen komplizierter. Teilweise geht es auch wie diese SSDs, teilweise muss man aber auch anders ran. Und was halt natürlich auch noch ein Thema ist, sind Festplatten. Das Thema kam bei mir gerade auf, weil eventuell habe ich mir da eine gekauft, die sehr günstig war. Die ist allerdings offiziell refurbished. Das ist etwas, wo ich normalerweise die Finger davon lasse. Aber Festplatten haben halt diese wunderschöne Eigenschaft. Entweder sie gehen kaputt, wenn man sie bekommt, oder sie gehen nach sehr langer Zeit kaputt. Das heißt, mit etwas Glück haben wir da einen sehr guten Deal gemacht. Und so wie das Ding hier verpackt ist, ist zumindest mal Transportschaden da eher kein Problem. Also, was ist das Erste, worauf man achten sollte? Das ist natürlich, gibt es irgendwelche äußeren Anzeichen dafür, dass ein Defekt vorliegen könnte? Das heißt also, bei SSDs und Festplatten jeweils gibt es irgendwo Dellen oder sowas, dass man sieht, dass was irgendwo draufgefallen wäre. Wenn man sie von einer professionelleren Quelle hat, dann hat man auch teilweise so Schocksensoren mit dabei. Die kann man natürlich auch prüfen. Und ja, wenn sowas ausgelöst hat, dann ist da natürlich schon mal gewisse Vorsicht geboten. Vorsicht heißt natürlich nicht direkt, dass das Ding auch komplett kaputt ist. SSDs sind ja dafür bekannt, dass sie relativ viel aushalten, und Festplatten sagt man nach, dass sie gerne kaputt gehen durch Erschütterungen. Ist beides nicht so 100% richtig. SSDs halten eben auch nicht unendlich aus. Wenn man die zu stark fallen lässt, können da drin auch Lötstellen beschädigt werden. Und Festplatten, wenn die in Parkposition sind, dann ist es üblicherweise auch kein so großes Problem, wenn die ein bisschen Erschütterung bekommen. Also, gucken wir nochmal drüber. Wir haben hier keine Beschädigungen. Wir haben ein paar Kratzer drauf. Ja, okay, die lassen wir mal durchgehen. Aber keine Dellen oder irgendwas. Und hier bei der Padatscha, bisschen an der Seite. Aber wir sehen, hier ist keine Beschädigungen auf der Platine. Nichts abgebrochen oder irgendwas. Das sieht auf jeden Fall alles schon mal ganz gut aus. Okay, nächste ist dann, war es schon mal geöffnet. Gucken wir mal nach. Das hier sieht nicht so aus, als ob jemand an den Schrauben dran war. Und auch bei den SSDs. Die hier hat gar keine Schrauben. Okay. Und die hier offensichtlich auch nicht. Na gut. Wenn optisch nichts sichtbar ist, dann geht es zum nächsten Schritt. Wie sieht es denn technisch aus? Der erste Test, der kann einfach darin bestehen, dass man hier mal ein altes Netzteil holt oder ein externes Netzteil und das hier an die SATA-Stromversorgung anklemmt. Einfach dann mal zum Beispiel bei einer Festplatte guckt, springt sie richtig an, macht sie seltsame Geräusche. Bei SSDs hat man üblicherweise keine Rückmeldungen. Ein paar gibt es, die haben LEDs drauf, aber in den meisten Fällen nicht sonderlich hilfreich. Für sowas gehe ich hin und habe hier so eine externe Festplatten-Docking-Station. Das ist im Prinzip einfach nur SATA unten und man kann eine Festplatte oder SSD da reinmachen. Die hat dann am Ende ein USB-Kabel, was zu einem Rechner geht, wenn man das Ding als externe Platte betreiben möchte, und ein Netzteil für Strom. Die kann man halt sehr gut dafür benutzen, um Dinge zu testen. Die hat jetzt zwei Bays. Ist auch manchmal praktisch, wenn man mit mehreren arbeiten will. Jetzt mal hier einschalten. So, okay, es funktioniert. Das Ding hat Strom. Was wir jetzt machen können, ist halt hier zum Beispiel eine SSD nehmen, die hier reinstecken oder eben auch die Festplatte nehmen und die hier reinstecken. So, schauen, dass es schön drin ist. Schalten wir mal an, gucken, wie es geräuschtechnisch sich anhört. Ja,
Okay, ist angelaufen, ist wieder ausgegangen. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach, weil er keine Datenverbindung hat. Manche Platten machen das. Das heißt, ja, auch akustisch schon mal nichts zu hören, heißt weiter zum Rechner. Am PC selber, da können wir jetzt hier einfach mal gucken. Wenn ich lsblk mache unter Linux, sehen wir jetzt hier nichts. Ich habe jetzt hier die 259 rausgeholt, das ist NVMe, das ist, wäre der eingebaute. Wenn wir jetzt mal die USB-Festplatte anstecken, oder vielmehr das externe Case mit den Dingern drin, dann sieht das Ganze hier so aus. Okay, was haben wir hier? Wir haben eine 500 GB Disk mit diversen Partitionen. Okay, und wir haben eine 9,1 Terabyte Disk, wo nur ein UEFI drauf ist. Was mich jetzt gerade wundert, warum ist da überhaupt ein UEFI? Mal gucken, ist da irgendwas drin? Da ist tatsächlich irgendein System drauf. Was auch immer das ist, was der Vorbesitzer da oder der Refurbisher drauf gelassen hat. Irgendwas für Windows, wie es aussieht. Soll uns aber nicht stören. Wir wissen jetzt, wir haben diese beiden Geräte, SDA und SDB. Das erste, was uns vielleicht auffallen dürfte, 9,1 Terabyte, wer eben gespäht hat, das Ding soll 10 Terabyte sein. Das hat damit zu tun, dass verschiedene Leute verschieden rechnen. Die Hersteller rechnen bei Terabyte mit 1000, die Betriebssysteme rechnen meistens mit 1024, weil sie halt von binär ausgehen. Es führt dann leider dazu, dass man da unterschiedliche Werte rausbekommt, wenn man in die höheren Zahlen geht. Das heißt also, so ein bisschen Verlust ist leider nicht unüblich. Das zweite, was für uns relevant ist, wir sehen hier SDB, SDA, das sind die Gerätenamen und damit können wir weitermachen. Und als nächstes, da müssen wir smart werden. Also, literally. Smart, das sind die sogenannten Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology Werte oder so ähnlich. Das ist eine integrierte Funktion von Festplatten, SSDs und Ähnlichen, die den Lebenszustand von dem Ding sagen. Wir können jetzt zum Beispiel mal Smart CTL machen. Sollte bei den meisten Distributionen installiert sein. Im Zweifelsfall kann man es aber schnell nachinstallieren, ist eigentlich überall dabei. Minus A für alles und DevSDA, weil die wollen wir jetzt gucken und ich mache das noch in Less, dann können wir ein bisschen scrollen. Permission denied, ja, okay, das kriegen wir gelöst. So, wenn wir jetzt hier gucken, das ist eine IndieLynx Barefoot 3 Based SSD OCZ ARC 100. Jo, das ist meine SSD. Wir sehen hier nochmal die User Capacity, die wir benutzen können. Wir sehen die Geschwindigkeit, sowohl was die Platte unterstützt, in dem Fall hier SATA 3.1 mit 6 Gigabit. Und wir sehen auch, die werden tatsächlich gerade hier verwendet. Auch ganz hilfreich. Wenn wir dann mal ein bisschen weiter runter gehen, dann sehen wir hier schon Overall Health Self-Assessment Test Result Passed. Das heißt also, es ist schon mal kein katastrophaler Fehler aufgetreten. Und als nächstes kommen jede Menge Werte. Die kann man sich angucken. Teilweise sind sie irrelevant, teilweise sind sie etwas, wo man drauf gucken kann. Am wichtigsten ist die Tabelle, die hier unten kommt. Das sind nämlich die Attributnamen, Flex, Values und so weiter. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen hingehen, so, jetzt sehen wir sie alle. Dann sehen wir hier, während der gesamten Laufzeit der Festplatte oder der SSD gab es 4 Blöcke, die kaputt waren. Bei SSDs ist das nicht so ungewöhnlich. Die Blöcke gehen bei SSDs durch häufiges Schreiben defekt. Das heißt also, SSD ist so, wenn man sie benutzt, aber wenig schreibt, hält sie eigentlich am längsten. Außerdem sehe ich hier, das Ding war 11.185 Stunden in Betrieb, wurde 123 Mal neu gestartet und 4 Fehler gab es beim Lesen. Im Durchschnitt wird jede Zelle 8 Mal, wurde 8 Mal überschrieben, ist in Warranty anscheinend, okay. Und bei SSDs gibt es häufig auch so einen Wert hier, die Remaining Lifetime, das heißt, wir haben hier noch 100%, das heißt also, das Ding hat definitiv noch ein bisschen Leben vor sich. Sieht jetzt erstmal nicht so aus, als ob da ein großes Problem ist. Auffällig hier, wir haben mehr Writes als Reads, also es ist mehr drauf geschrieben worden als gelesen, das ist ein bisschen seltsam, aber kann sein, ich weiß jetzt nicht, wofür ich die früher benutzt hatte, lag halt noch in der Kiste. Ein bisschen weiter runtergehen, kommt hier in dem Fall nichts mehr, das heißt also, alles was wir hier an Werten haben, sieht so aus, als ob es noch halbwegs okay ist. Die 4 schlechten Blöcke, ne, nicht schön, aber nicht kritisch, würde ich sagen.
Gehen wir mal weiter auf SDB. Das ist die Festplatte, die ich mir da geschossen habe. Gucken wir mal, was die so sagt. Auch hier kriegen wir erstmal die ganzen Infos. Das ist eine Toshiba. 3,5 Zoll, 7200 Umdrehungen. Und hier sehen wir auch unsere 10 Terabyte. Jo, auch hier gehen wir wieder auf die Tabelle. Und was haben wir denn hier Schönes? Wir haben keine Errors. Wir haben Spin-Up-Time ist egal. Start-Stop-Count, das Ding wurde 12 Mal aus- und eingeschaltet. Das ist nicht viel. Aber auch 17.500 Betriebsstunden auf dem Buckel. War also wahrscheinlich irgendwo in einem Server oder so verbaut. G-Sense Error Rate ist auf 0, das heißt im Betrieb gab es auf jeden Fall mal keine Erschütterungen, die einen Schaden verursachen könnten. Was haben wir hier noch? Wir haben den Load Cycle Count, das ist glaube ich wie oft der Kopf auf und in Parkposition und zurückgefahren ist. Maximale Temperatur, aktuell haben wir 31 Grad, maximal während der Lebensdauer 42 im Betrieb. Ja, ist noch okay. Keine Reallocated Sektor, das ist sehr gut. Und ja, Disk Shift sagt mir jetzt nichts. Loaded Hours, Load in Time. Das sind Werte, die sagen mir jetzt so nichts. Aber am wichtigsten sind eigentlich sowas wie Pending Sektor, Reallocated Sektor, Offline Uncorrectable oder auch eventuell der UDMA Error Count, wobei der auch auf ein kaputtes Kabel einfach nur schließen kann. Aber die hier auf 0, das ist, ja, das Ding ist im Prinzip komplett in Ordnung, zumindest mal von dem, was wir da vermuten. Gut, haben wir sonst noch irgendwas hier unten? Nein. Was wir aber auch sehen können, wir haben hier keine Test Results stehen. Das heißt, das Ding hat noch nie einen Selbsttest gemacht. Was hat es mit Selbsttest auf sich? Naja, das, was wir hier sehen, das sind alles Werte, die werden während dem Betrieb aufgezeichnet. Wir gucken also, kommt da während dem Betrieb, wenn wir schreiben, irgendwo ein Fehler. Wir gucken aber nicht die komplette Platte durch. Ist da irgendwo was? Das können wir aber auch machen. Dazu gibt es die sogenannten Selbsttests. Wenn wir gerade nochmal, wo sind wir? Wenn wir nochmal hochgehen, hier stand doch irgendwo was. Genau, hier. Es gibt einen Short Self-Test und einen Extended Self-Test, wie es aussieht. Unterschied ist meistens, dass der Short Self-Test einmal an alle Stellen der Platte mehr oder weniger hingeht und ein bisschen was liest. Extended Self-Test, der liest quasi jedes einzelne Bit, was es da auf der Platte gibt, um zu gucken, ob das funktioniert. Also gucken wir nochmal. Wir können jetzt mal hier mit minus C nochmal explizit abfragen, was gibt es denn für Tests. Das hatten wir aber eben schon, die Capabilities, das hatten wir ja gesehen, Short und Long. Um das Ding dann zu starten, sagen wir minus T für Test. Und dann sagen wir zum Beispiel mal Short. Der FSDW. Jo. Und jetzt läuft der hier. Wir sehen jetzt auch, der würde jetzt in 2 Minuten ungefähr fertig sein. Also warten wir mal ein bisschen ab. Entweder mit minus A, da war es ja da drin. Oder wir machen speziell L Self-Tests. Und hier sehen wir jetzt, no results have been locked. Das heißt also, wir müssen wohl oder übel noch ein bisschen warten. Der läuft jetzt im Hintergrund bis, wann war es? 17:35:10. Da warten wir mal ein bisschen. Und da habe ich gerade irgendwas gehört. Gucken wir nochmal. Und, yep. Short offline, completed without error. 0% remaining. Und das war bei der Lifetime, die wir hier sehen. Das heißt, das hat schon mal funktioniert. Wir könnten jetzt natürlich auch noch den langen machen. Der dauert aber mal eben 1000 Minuten laut dem Ding hier. Was wären das? 17 Stunden. Das mache ich, denke ich, nicht hier an der Kiste. Muss ich aber auch nicht zwingen, denn das hier war ja, ja in jedem Fall Linux, würde aber auch, glaube ich, ähnlich auf BSD oder sowas funktionieren. Wir haben da noch ein anderes System. Das heißt, wir gehen mal rüber zu so einem Windows. Noch ist die Platte leer, kann es nicht allzu viel kaputt machen. Mal gucken, wie es da funktioniert. So, schauen wir mal unter Windows. Ich bin jetzt hier in der Datenträgerverwaltung. Die gibt es, wenn man einen Rechtsklick auf die Windows-Fahne macht, dann als eigener Eintrag. Und auch hier taucht die Platte auf. Ein bisschen seltsam hier mit diesen 2 Blöcken, die angezeigt werden. Aber naja, wer weiß, was da verbastelt wurde. Die Platte wird ohnehin am Schluss gelöscht. Von daher ist mir das jetzt erstmal egal. Aber wir wollen ja auch hier die Smart-Werte abfragen und so weiter. Dafür brauchen wir unter Windows Zusatzsoftware. Die wahrscheinlich bekannteste und auch kostenlose, das wäre Crystal Disk Info, hier von dieser wunderschönen Crystal Dew World, wie auch immer man das ausspricht. Die gibt es in der Standard Edition und in diversen Anime Editions oder sowas.
Ich denke, wir können uns da dann zur Standard Edition durchringen, wenn wir uns durch die Werbung klicken. Und das Ganze gibt es dann hier als ZIP-Datei oder als Installer. Krallen wir uns mal den Installer. Das klingt für meine Zwecke am sinnvollsten. Und dann klicken wir uns mal das übliche Setup. So, wenn wir jetzt hier gucken, hier haben wir schon die erste. Das ist eine Samsung SSD. Wir haben hier, was ist das? Das ist die Toshiba-Platte. Genau. Und hier haben wir auch dieselben Werte, die wir eben gesehen haben. Lesefehlerrate und so weiter. Rohwerte jetzt hier mit führenden Nullen. Aber prinzipiell haben wir alles auch hier. Wir sehen die aktuelle Temperatur. Wir sehen die Drehzahl. Wir sehen, wie oft eingeschaltet wurde, die Betriebsstunden. Und ja, wie gesagt, hier unten, das entspricht in etwa der Tabelle, die wir eben hatten, nur dass es hier auch übersetzt wurde. Wir sehen auch hier oben zum Beispiel das, was gelb werden kann. Wir haben hier zum Beispiel eine andere Festplatte, eine Hitachi, die ist aktuell bei 5 wieder zugewiesene Sektoren. Das ist etwas, was auf ja, einen drohenden Defekt hindeuten kann. In dem Fall hier mache ich mir da keine so großen Sorgen. Das ist eine Platte, die ist schon etwas älter. Wir sehen hier auch, kommt jetzt gerade auf die 81.000 Betriebsstunden. Also ja, fast 10 Jahre oder knapp über 9 Jahre in Betrieb. Die hat, denke ich, das Recht, über 9 Jahre fünfmal sich einen Fehler zu erlauben. Solange das nicht hochgeht, ist das erstmal noch soweit okay. Vor allen Dingen, weil es halt wieder zugewiesene sind. Nichts, was komplett unkorrigierbar war bisher. Und prinzipiell ist hier dieses Crystal Disk Info eine ganz praktische Sache. Kann man auch gerne im Hintergrund laufen lassen, um einfach im Auge zu behalten, wenn irgendetwas schlecht wird. Aber leider gibt es da eine Sache, die nicht funktioniert. Es gibt nämlich keinen Selbsttestmodus. Ja, den Selbsttest kann man hier drüber leider nicht aktivieren. Da braucht man andere Software, wie zum Beispiel G Smart Control. Hier einmal auf Download gehen, dann gibt es hier Windows Vista Later 64-Bit Installer, klingt gut. Während diese wunderschöne Windows-Kiste mal wieder auf 100% CPU hängt, weil sie gerade ein Fenster darstellen soll. Das Ganze kann man übers Startmenü starten. Dauert einen kleinen Moment und jetzt haben wir hier unsere Platten. Die Toshiba ist für uns relevant. Auch hier kriegen wir wieder die üblichen Werte, also was ist das? Modellnummer, Rotation Rate und so weiter. Wir kriegen die Attribute, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Das sind wieder diese Infos. Wir sehen jetzt hier gerade Temperatur 43 Grad, das ist jetzt schon das Maximum. Ich glaube, ich suche mal gleich einen Lüfter noch. Hier das Ganze nochmal in Statistiken. Für uns aber relevant der Self-Test. Den Short hatten wir schon gemacht. Sehen wir auch hier unten, da ist das Ergebnis von eben. Wir wollen jetzt einen Extended Self-Test. Execute. 17 Stunden dauert das Ganze. Ja, dann hat die Platte jetzt ja was zu tun. So, ich gehe einen Lüfter suchen und bekomme in 17 Stunden wieder. Ja, und Satz mit X und so. Nach einiger Zeit ist der hier einfach auf abgebrochen gesprungen. Und ja, gute Frage, was das soll. Ich dachte dann erst, dass Windows da irgendwie dazwischen funkt, so nach dem Motto hier, die Platte reagiert irgendwie nicht so, wie ich das gewohnt bin. Also resetten wir die mal und dadurch das abbricht. Hab die dann in der Datenträgerverwaltung auch mal offline gesetzt, aber ne, auch nach dem Start ist er relativ flott wieder in abgebrochen gelaufen. Also ja, scheint nicht so wirklich zu funktionieren. Im Zweifelsfall, wenn man so eine Platte also testen möchte, besser ein Linux booten, irgendeine Live-CD oder so und das Ganze von da machen. Da habe ich es dann auch gemacht, habe es durchlaufen lassen und jo, ich würde sagen, das ist okay. Der Test ist also auch erfolgreich gewesen. Ja, also alle Smart-Werte, alles, was wir bisher gesehen haben, sieht so aus, ob hier die Festplatte noch komplett in Ordnung ist. Das heißt, die werde ich jetzt auch hier wieder für meine Sachen einsetzen. Habe jetzt keine größeren Bedenken, da meine Daten draufzulegen. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man Daten behalten möchte, braucht man ein Backup, egal ob die Platte gut aussieht oder nicht. Das heißt also, ja, wenn hier irgendwas draufkommt, was ihr dauerhaft behalten möchtet, dann bitte noch eine zweite Stelle kopieren. Das heißt also mindestens eine zweite Festplatte, USB-Stick, wenn ihr es professioneller haben wollt, Tape Library, eventuell die Cloud, da aber vielleicht verschlüsselt. Und ja, nur so kann man es dann schaffen, dass seine Daten auch dauerhaft da bleiben. Die hier, die wird für mich so als, nennen wir es mal, Cache
eingesetzt werden. Das heißt, ich habe Daten, die über eine Netzwerkverbindung verfügbar sind. Netzwerkverbindungen sind meistens die Dinger, die nicht schnell genug sein können. Und ich habe dann am Ende einfach ein Skript laufen, was die Sachen, an denen ich gerade aktiv arbeite, hierhin kopiert, sodass ich sie lokal auf einer Platte habe und dann nicht die ganze Zeit auf die Daten warten muss. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt so einen groben Überblick bekommen, was man machen kann, um zu prüfen, ob so eine Festplatte oder auch natürlich eine SSD noch in Ordnung ist, was die ganzen Werte so grob bedeuten und wie man sicherstellen kann, dass so eine Festplatte oder SSD auch das tut, was sie soll.